Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmende an der Öhme-Herbsttagung 2015. Es ist mir als erstes ein großes Anliegen, Ihnen allen für Ihre Anwesenheit zu danken. Sie alle sind bereit, Ihren freien Samstag an unserer Tagung zu verbringen. Wir sind sehr froh darüber und freuen uns auf einen regen Austausch. Dafür überbringe ich Ihnen die besten Wünsche des Synodalrats der reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Die blaue Zukunft sichern, so lautet der Titel unserer heutigen Tagung. Wie Sie schon von Lisa Krebs gehört haben, beschäftigen wir uns schon zum zweiten Mal an einer Öhme-Herbsttagung mit dem Thema Wasser. Das erste Mal, das war im Herbst 2003, aus eigenen Quellen trinken, lautete damals der Titel. Einer der Referenten, die damals auftraten, war Franklin Fredericks. Er berichtete uns über die Zustände in São Lourenço in Brasilien. Dort hatte Nestle neben einem eigentlichen Naturwunder einem Wasserpark mit über 10 verschiedenen Quellen mit je einer unterschiedlichen mineralischen Zusammensetzung eine Fabrik gekauft. Es wurde Wasser in Flaschen abgefüllt, mehr als die Quellen eigentlich hergaben. Das Wasser wurde gepumpt, obwohl das durch Gesetze verboten war, entmineralisiert und als Pure Life Wasser verkauft. Einige Quellen im Park versiegten darauf. Die Quintessenz der Tagung lautete: Wasser ist nicht nur ein Wirtschaftsgut, sondern es besitzt eine soziale, kulturelle, medizinische, religiöse und eine mystische Bedeutung. Eine weitere Quintessenz der Tagung war eine intensive Zusammenarbeit der reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn mit brasilianischen Kirchen im Umgang mit Wasser überhaupt. Schon bald kristallisierte sich in der Zusammenarbeit heraus, dass die reformierten und katholischen Kirchen der Schweiz und Brasiliens gemeinsam eine Erklärung zum Thema Wasser erarbeiten wollten. Die Arbeit an der ökumenischen Erklärung zum Wasser als Menschenrecht und als öffentliches Gut begann. Im Winter 2004 kam eine Delegation aus Brasilien zu uns. Im Frühling 2004 reiste unser damaliger Synodalratspräsident Samuel Lutz an eine Wassertagung in Brasilien. Es wurde viel am Text gearbeitet, Mails gingen hin und her und her und hin und im Hintergrund wurde sehr viel Überzeugungsarbeit in den höchsten kirchlichen Gremien geleistet, damit die dann auch bereit waren zu einer Unterschrift. Und so konnten am 22. April 2005 Repräsentanten der reformierten und katholischen Kirchen aus der Schweiz und aus Brasilien die gemeinsame ökumenische Erklärung in Freiburg in der Schweiz in einem feierlichen Akt unterschreiben. Oh, das ist nicht gut gewesen, Excuse. Im Sommer 2005 besuchte eine Kirchendelegation beider Länder den damaligen UNO-Verantwortlichen für das Recht auf Nahrung, Jean Ziegler, und überbrachten ihm die Wassererklärung. Jean Ziegler erklärte, dass dieses kirchliche Dokument ein wichtiges Instrument bei der Überzeugung von Regierungen sein könnte. Im Januar 2006 wurde die Wassererklärung dem damaligen Bundespräsidenten Moritz Leuenberger präsentiert. Dabei wurde von kirchlicher Seite darauf insistiert, dass Wasser weltweit als öffentliches Gut anerkannt werden müsse. Im Vorfeld der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 2006 in Porto Alegre stellten wir an einer internationalen Konferenz zum Thema Wasser den Teilnehmenden die Wassererklärung vor und warben dafür,
Dass weitere Kirchen dieses Dokument unterschreiben und sich für die Inhalte einsetzen. Auch an der Vollversammlung lobbyierten wir gemeinsam mit den brasilianischen Kirchen für die Wassererklärung. In der Folge wurde die Wasserthematik in das inhaltliche Programm des ÖRK aufgenommen und der ÖRK gründete für die Programmarbeit zum Thema Wasser das Ecumenical Water Network. Die Zusammenarbeit der brasilianischen und schweizerischen Kirchen wurde als wegweisende Form der Zusammenarbeit der Kirchen aus dem Norden und dem Süden im 21. Jahrhundert genannt. Darauf sind wir immer noch ein wenig stolz. Noch eine persönliche Bemerkung. In Porto Alegre lernte ich auch Maud Barlow kennen. Ihre Bücher kannte ich schon vorher, aber die Frau Maud Barlow lernte ich dort kennen und schätzen in vielen Gesprächen. 2010 lobbyierten wir für die Wassererklärung an der Gründungsversammlung der Weltgemeinschaft reformierten Kirchen in Grand Rapids. Auch übrigens haben wir einen Workshop durchgeführt dort, um die Wassererklärung besser unter die Leute zu bringen. Die Leute, die dort aus allen Kontinenten sprachen, haben wir über das Ecumenical Water Network des ÖRK per Internet gefunden und uns so vorbereitet. Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Auch hier wurde die Wasserfrage als ein inhaltlicher Schwerpunkt für die nächsten Jahre aufgenommen. Ein weiteres sehr wichtiges Datum für alle in der Wasserfrage Engagierten ist sicher der 28. Juli 2010. Damals wurde das Menschenrecht auf Wasser von der UNO als Menschenrecht proklamiert. Die meisten von Ihnen kennen die ökumenische Wassererklärung bereits. Für jene, auf die das nicht zutrifft, hier eine Kürzesfassung. Die Erklärung besteht aus drei Teilen. Ein Teil wird, also einmal eine Einleitung, ist klar, braucht bei jedem Text, dann wir erkennen an, dass Wasser Grundvoraussetzung für alles Leben ist, dass es ein öffentliches Gut bleiben ist, dass es ein Zugang zu Wasser ein Menschenrecht ist, dass Wasser eine spirituelle Bedeutung hat und dass Wasser für viele Menschen knapp wird. In einem zweiten Teil kommen die Forderungen. Wasser soll ein öffentliches Gut bleiben, der Zugang zu Wasser soll ein Menschenrecht werden und eben ein Menschenrecht, das von der UNO anerkannt ist. Ein dritter Teil, wir verpflichten uns. Hier verpflichten sich die Kirchen für diese Forderungen in der Gesellschaft und in der Politik auch einzustehen. Auch mit NGOs zu kooperieren, bei der UNO weiterzufahren. Und zusammenfassend könnte man kurz sagen, Wasser ist ein Element der Schöpfung. Wasser ist ein öffentliches Gut. Wasser ist Quelle des Lebens und kann nicht nur als Handelsgut behandelt werden. Wir in den reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn nehmen die Verpflichtungen, die in der Erklärung formuliert sind, immer noch als eine unserer wichtigen Aufgaben wahr. Die Wasserfrage ist auch heute noch ein Schwerpunkt der Arbeit der Fachstelle Oehme. Seit einiger Zeit engagieren wir uns für die Blue Community, eine Idee von Maud Barlow, um dafür zu sorgen, dass Wasser ein öffentliches Gut bleibt und die Menschen wieder einfach Hahnenwasser trinken, überall wo sie dies können, und somit weniger Flaschenwasser produziert und konsumiert wird. Hier die Voraussetzungen, um eine Blue Community zu werden. Nur ganz kurz, es gibt ja auch einen Workshop dazu. Übrigens, auch die Stadt Bern ist eine Blue Community und unsere Uni in Bern
ist auch eine und die Gewerkschaft Syndicom. Und natürlich hier die Kirchgemeinde Johannes. Hier befinden Sie sich auch in der ersten Kirchgemeinde, die sich als Blue Community committed hat. Sie finden deshalb auch nur Krüge mit Hahnenwasser auf den Tischen. Die heutige Veranstaltung ist für uns ein Zwischenhalt aus unserem Weg. Wir wollen gemeinsam mit Ihnen, Fachleuten aus ganz verschiedenen Gebieten, zuhören. Wir wollen unser Handeln überprüfen und dann gestärkt und mit neuem Mut weitergehen in unserem Einsatz in der Wasserfrage. Ich hoffe, dass uns allen der heutige Tag viele interessante Fakten bringt, dass wir in den Workshops unsere Anliegen vertiefen können und dass wir heute Abend alle zufrieden wieder nach Hause kehren und uns auch weiterhin mit viel Energie für unsere Anliegen einsetzen werden. Ich danke Ihnen.